Servus, mein Name ist Hans Koch, Produktmanager für landwirtschaftliche Mischungen bei der BayWa. Wir sind hier heute westlich von Schwabmünchen auf einer Wiese, auf einem typischen Boden, wo hier auch teilweise Hochmoorstandorte sind. Und viele berichten in den letzten Jahren, dass aufgrund der immer wiederkehrenden Trockenheiten, mal 2 Wochen, 3 Wochen, 6 Wochen ohne Regen, die Regenerationsfähigkeit von den Wiesen und Weiden deutlich nachlässt. Einer der wichtigen Punkte, den wir auf solchen Standorten ansprechen können, wir haben ja hier zwischen 4 und 6 Schnitte im Normalfall, ist natürlich einmal die Zusammensetzung der Wiesen. Das heißt, wenn wir mehr an Protein, aber auch klimaresilientere Glühlandbestände haben möchten, aufgrund von Hitze und Trockenheit, die sich schnell wieder regenerieren, ist einmal der Einbau von Rotklee notwendig. Der hat den Vorteil, dass er tief wurzeln kann, bis 80, 90 Zentimeter. Wenn wir hier in der Region uns die Böden anschauen und machen einen Test mit dem Penetrometer, dann stellen wir fest, obwohl eine sehr humosen Boden, ist die Durchwurzelbarkeit auf der Wiese oft nur so bei 15 bis 20 cm. Bis 60 cm hätten wir durchwurzelbare Zone und Feuchtigkeit. Aber die Pflanzen können dann in der Hitze nicht so viel Wasser aufnehmen, wie sie bräuchten, um sich zu kühlen. Einer der wichtigen Punkte, warum das so ist, können wir zeigen, gerade auf den Standorten, wenn wir keinen freien Kalk im Boden haben, dass sich oben auf der oberen Schicht an der Wiese eine Rohhumusschicht bildet. Die hat zur Folge, dass Gülle-Gärreste, die wir düngen, einfach nicht an den Boden ankommen und natürlich dann auch stärker bei Hitze und Wind in die Luft emittieren. Wenn wir die Wiese mit dem Güttler Green Master striegeln und pflegen, dass wir dann diese oberste Schicht des Rohhumus durchbrechen, aufbrechen, einarbeiten. Ein weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit mit Kalk und mit freiem Kalk. Das können wir ganz gut testen mit einer 10%igen Salzsäure. Das zeigen wir hier am Boden und vor allem, dass wir an der Oberschicht tatsächlich gar keinen freien Kalk haben. Jetzt im Herbst ideal die Möglichkeit, nach dem nächsten Schnitt bis Ende September Gülle-Gärreste auszubringen, den Kalk auszubringen, 1 bis 2 Mal zu striegeln. Und dann würden wir hier auf den Standort eine Empfehlung machen, dass wir sagen, wir säen unsere Mischung, die NAL 2020 mit 10 Kilo pro Hektar nach. Und wir geben, um den Rotklee zu etablieren, eine Wiesenrispe, ein Deutsch-Weidelgras und den Rotklee dazu, die Greentrip-Futter mit 8 Kilo pro Hektar. So setzen wir die Voraussetzungen und legen auch den Grundstein in 2023 für einen geschlossenen Wiesenbestand, für eine sehr hohe Aufnahme an Nährstoffen aus der organischen Düngung und vor allem mit einer viel höheren Qualität. Wenn wir es schaffen, hier auf dem Standort zwischen 30 und 35% Rotklee oder Leguminosen im Allgemeinen zu etablieren, würde das bedeuten, bei ca. 8 bis 10 Tonnen Trockenmasse, die wir ernten, dass wir 1 bis 1,5 Tonnen Soja-Äquivalent über die Wiese mehr ernten wie das Jahr zuvor. Wenn jemand also 50 Hektar Wiesen hat, dann bedeutet das 50 Tonnen Sojaschrot, die er nicht einkaufen muss. Und wenn wir den Wert des Sojaschrotes nehmen, dafür können wir natürlich dann viel kalken, viel nachsehen und vor allem die Wiese pflegen. Wie das jetzt genau ausschaut, das seht ihr ja im Video. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann geht zu eurem nächsten BayWa-Betrieb oder auf baywa-landwirtschaft.de.